Buongiorno, amigos. Ich bin der Sören und nicht Tobi, denn Tobi The water filtration tablets ist needed. got to be direkt in front Just of like me. a poop pounder. Was? Hilfe. Ja, willkommen zurück. So viel Groceries. I'd eat this normally. Ja. Ich bin so verwirrt, weißt du, weil ich nebenbei noch schnell das Video kurz nochmal auf Vollbitmodus beenden gedrückt habe, um deinen Kanal zu abonnieren, ne, und ein Like da zu lassen. Deswegen war ich kurz durcheinander, ne? Deswegen macht das auch, Ah, sonst seid auch ihr durcheinander. Liebe Zuschauer, deswegen. und zwar, weil wir bei euch zu Hause vorbeikommen und euch aufmischen, wenn ihr das jetzt nicht tut. Pass auf, die Nerds kommen vorbei. Huiuiui. So, ich gebe Der jetzt mal uns. den Chip bei Burgel ab. Ja, stimmt. Unsere Adonis-Körper konnte man ja aber schon bewundern in diversen Live-Event-Videos. Ja, Tobi, sei mir mal, also nicht mir, aber sei meinen Füßen dankbar, offensichtlich. Was habe ich getriggert? Geht mich dann auf der What would Dr. FußCon Digitale do? 2020? Safe gibt's sowas. Ja. Was bist du eigentlich? Seid ihr Wolfspinnen hier drin? Ja. Ja. Unterm Baum leben diese Wolfspinnen, glaube ich. Deswegen ist das halt auch so ein kritischer Ort, weil die wandern halt hier bei Nacht gerne um den Baum rum. Tiddeldum. Jo, damit geht's dann auch langsam voran. Rezepte geholt, ne? Jo, dafür ist die Science da. Fackel plus. Aus dem Labor nicht raus, ich versuche zu dir zu kommen. Ich habe einen super Schub gefunden. You made it back in one piece. How unexpected. You are more resourceful than I thought. Das nicht ins Hand it over and we can see what data Dr. Tully backed up upon it. Hat er das schon wieder erlebt? Ja. Processing. Oh. Ich stehe halt 5 Meter von der Base weg, deswegen bin ich einfach schnell respawned. This is the Hedge Superchip. Forgive me, I forgot to mention the nasty spiders before I sent you up there. I hope they were not too much trouble. Haha. Ah. I am feeling much more like myself. Take it from me. There's nothing quite like a reverse lobotomy. Thank you. Now, what is it you were wanting to know? Oh yes. The location of the other super chips. There are 4 labs throughout the yard, each with a super chip. The hedge lab, the pond lab, the haze lab, and the black ant lab. And you have already made it through the hedge. So now on to the others. Kann der Roboter eigentlich singen? Locations of the super chips in those labs. Klingt irgendwie so ein Aber-Mitglied. Please find them and return to me so we can figure out how to repair these spacer. Der hieß auch Berg, oh, oder? Before you leave. Check out the new Meinst du, die isländische Seherin Björk? Nee, ich meine schon aber. War Benny und Björk. Oder so. Was ist dein Lieblingsessen? Burger. Als, Können wir Sören wieder gegen Hannes eintauschen? Den Pilzbrei kann man auch nicht versuchen zu entziffern. Nicht? Nein. Nein, nicht Pilzbrei, die Pflanzenbrei.
Perfekt. So, das kann man aber leider bauen, ey. Das ist so jetzt wichtig. Ja, das sag doch mal, da wo du die Base hinmoven willst. Ja. Dann komm mal mit. Schaffen den nächsten Superchip. Ey, das ist gutes Deutsch. Those aphids look like they have things to do and people to see. Taking a look. Got one. Die sind garstig. Lass mal Wasserseite wechseln. Kescher, komm mal easy wieder hoch. Nein, hier sind auch welche. Okay. Ja, egal, lass halt durchrennen. Stichmücken, oder? Ja, ich finde fliegende Gegner finde ich ultra anstrengend. I hate mosquitoes. Why do they even exist? As far as I know, mostly just to spread disease and preserve dinosaur DNA for future generations. And the award for the dirtiest response goes to... Leunert. Lel. Lull. Und hier sind wir eigentlich schon fast da. Und zwar... Wer ist da oben? Auf den Stein quasi. Ich guck mal da hoch. Na, leider. Richtig, da müssen wir uns hochbauen. Ah. Aber da auf dem Stein hätten wir so ein bisschen Ausblick hier in den Garten und aufs Haus. Und ja. Aber ich kann es da relativ convenient hochbauen, hoffe ich. Aber hier steht übrigens so ein Ding. Gucken, wo hier der beste ist. Ich glaube hier ist ein guter Spot.
Aha. Die Frage, wie die Unkrautstängel herbekommen, oder? Ja, habe ich schon ein paar gecuttet, weil hier wachsen direkt welche. Echt? Ja. Die Frage ist eher, ich hätte Klee mitnehmen sollen, sonst habe ich das vergessen. Und Saft, ja, okay. Löwenzahn. Ich habe auch Scheiße gebaut beim Hochdingsen. Ja, sie müssen eventuell nochmal hinkommen, wegen das, bevor wir wieder hoch können. Kein Kleeblatt, ne? Ja, hier wächst auch jetzt leider kein Kleeblatt. Und Saft werden wir auch nochmal einen Haufen brauchen. Ja, wie gesagt, von da oben hat man eigentlich eine gute Aussicht und es ist halt dasselbe Prinzip, halt auf diesen flachen Stein bauen ist eigentlich schon ziemlich nice. Ja, kommen sie mal um. Gute Aussicht, ich mag Spots mit Aussicht. Ja. Und vor allem von da, ne, das ist, du siehst das ja, das ist ja so eine Zwischenstufe. Von da kommen wir auch ganz hoch, weil man kann auch noch da ganz hoch in den auf die Wiese. Ne, das Lol. Ist ja so eine Abstufung. So. Die Ebene, wo wir jetzt sind, erster Stock, zweiter Stock. Ja. Aber ich kann dann mal mich gleich als Nebenmission da reinsetzen, uns da hochzubauen, weil das wird ein bisschen dauern. Ja, nehme ich einfach nur einen Haufen Klee mit und Saft. Ja, 4, 8 ungefähr. 16. Warte, Mann. Ja. I could keep that aphid as a pet. In deiner Truhe haben wir sehr viel los. Ja, ich hab durchgerechnet, was ich brauche. Zur Not kratte ich. Also bei Klee haben wir hier ja genug. Ich nehme gerade auch schon ein bisschen Klee mit. Oh Gott. Und hier die Baumsaftsammler, die sollten wir auf jeden Fall mal in Betrieb nehmen. Was brauchen die? Ach stimmt, Seile brauchen die. Muss erst eine Spinnerei gemacht werden. Wir haben gar keinen Saft. Ich
Ich wechsle Saft aber auch immer mit Läusehonigtau. Ja, ja. Sieht ja fast exakt gleich aus. Hotdog gefunden. Fuck ist das? Ich hab den Tod aus. Oh, Stechmücken, geht weg. Hier liegt ein Oreo. Geil. You know, I hear it's good luck to see a firefly. Dude, it's good luck if you've been shrunk down and need a light. Off to it. Check out that firefly. Oh God. Was
lag nicht der Spielkeck irgendwo fest. Wie gesagt, so fliegende Gegner sind echt nervig. Beste Variante, die ich jetzt gesehen habe, ist entweder man schießt sie ab oder man fängt die irgendwie an zu vergiften oder so, damit die halt Damage over Time kriegen. Aber die zu hitten ist so schwierig, finde ich. That was refreshing. Oh, yay. Yeah. Ist über den Zierteich gegangen. Ist auch gut. Hey there, buddy. What's up? I was talking to the ant peep. Warum reden wir eigentlich über die komische Map? Ich weiß es auch nicht. Ich hätte vergessen, nachts Saft zu finden. Hat das wirklich was mit dem Tag zu tun, oder bin ich auch zu blöd? Oh Gott. Es hat mit dem Ort zu tun, an dem du suchst. Ich habe Saft schon, alles, was ich brauche. Okay, ich bin nämlich übelst am Raum und finde hier nichts. Du findest Saft halt hauptsächlich an Bäumen. Also, ne, weil es ist halt so Harz-Saft. Okay, das ist falsch, hier ist noch krass. Ich glaube, du sagst nach Läuse-Honigtau wieder. Naja, wenn ich jetzt den Weg schaffe, ohne down zu gehen, dann... Ja, ich hab da schon die Vorarbeit geleistet hier, also... Oh ja. Ich muss sagen, ich habe hier nicht Produktives gemacht. Ja, aber ich habe viel zu viel dabei jetzt. Richtig. Nur Saft habe ich halt nicht, ich habe nur alles mit Klee vollgehämmert, das ging bis hoch. Ja. So viel Saft, wie ich hatte halt. Ja, die waren noch nicht final gesetzt, die waren sehr schlecht gesetzt. Nur gerade ein ganz blassendes anderes Problem. Wie komme ich hier wieder lebend hoch? Ach da. Bis dahin, wo es quasi nicht putt war, ist gebaut. Ja. Das sollte jetzt ziemlich genau aufgehen, oder? Ja, wie gemacht. So, und hier haben wir halt massiv Platz und hier ist es halt ultra sicher. Also allein, weil wir hier so eine hohe Kante haben, aber hier unten lebt auch nichts. Soweit ich das gesehen habe, was böse ist. Hier lebt irgendwo ein Rollmops. Warte, ja hier. Aber der ist nicht aggressiv, nur die kleinen Larven hier. Oh. Nur die kleinen Larven hier sind aggressiv, aber der Dicke an sich ist nicht aggressiv. Pass auf, die sind ein bisschen garstig. Ja, weil wir die ja wegputzeln können, what the hell? Ja, das sind Feuer.
Ja gut, egal. Nicht gefährlich. Ja, wie gesagt, die kommen ja nicht hoch auf den Stein. Ja, okay. Geh umziehen, würde ich sagen. Sehr gut. Ah, die Spinne der Base! Ja, das ist halt nämlich das Schwierigere. Und zieh die von der Base weg, weil die zerdeppert uns sonst da alles. Warte, die soll hier gefährlich ins Wasser. Ey, Olo, komm mal. Geh dich mal alles auf. Weil die unbequeme Wahrheit ist, man kann Zerstörung in Grounded nicht ausschalten. Das Einzige, was du ausgeschaltet hast, ist Physik. Quasi, dass, ne, dass du nicht irgendwie an Foundations oder Säulen denken musst oder so. Ach, so aus dem Zort. Oh, Sön ist ja auch da. Spinnen kommen zurück. I can't be the only one feeling tired. Time to hit the hay. Ich bin jetzt gleich wieder da und ich glaube, Sören ist AFK oder so. Oh nein. Du siehst mich nicht. Jetzt schnell schlafen gehen, damit sie uns im Schlaf töten kann. Jetzt doch noch zum Porno. Please don't move and look straight ahead. I promise you won't feel a thing. It's a go for molecular reduction. Spacer is prime. Where you are going? All your worries will seem so small. Ah. A nightmare? No, a vision. And I remember every bit of it. An ominous logo and a fancy spacer. A spacer that was pointed directly at me. It was like being in my own movie. I have to tell Wurgle about this. I have to tell Wurgle about this. Yeah. Vielleicht sollten wir ein paar Sachen einfach auseinanderbauen. Ich hab grad schon. Ich glaub. So einen umgezogen. Okay. Also, Zika's einen schon nochmal wer. Ja, ich glaube, man kriegt aber Sachen 1:1 zurück, also. Bin ich ganz sicher. Muss mal testen. Ja, dann nimm mal am besten die Kiste jemand mit. Das Zeichen auch überbekommen.
Oh nein, das muss ein Scheiß, der schmeckt noch vorbei. Nein! Aha. Ich hab meinen Rucksack wieder. Ich glaube, die Tode ist einfach anders. Weil, es muss gerade abbrechen durch Block, weißt du? Weil Blocks, da wäre rechten Maus dazu, halt umziehen quasi, abbrechen. Ja, oder wir tun uns halt mal zusammen und boxen die alle drei weg. Aber die spawnen da, oder? Nicht? Ja, aber nicht in den 5 Minuten, in denen wir umziehen. Okay. Aber ja, wir können hier so die ganzen Items können wir eigentlich auseinanderbauen und Kisten verfrachten, weil die kriegen wir echt 1-1 zurück. Ich habe jetzt mit 3 Sachen getestet. Und das hier können wir auch zusammen bauen, das ist dann eh. Ist ja eigentlich so eine Dreiviertelstunde gemutet sein? Nee, ich hab das gefühlt 10 Minuten gerade gemacht, in diesem Topf zu sitzen, dich beobachten, wie du hier alles auseinander nimmst und planst und nicht einfach nur essen. Ich dachte mir gerade nur, was das für ein nerviger Marker, den Sören da gesetzt hat. Und es ist halt einfach Sören selbst. Aber schön zu wissen, dass du dich vor der Arbeit drückst und stattdessen lieber zuguckst. Mhm. Wären wir nie E-Sports ready. Wie ein Pflanzenvater fehlt. Oh nein. Fehler wurden begangen. Nimm lieber das ganze Ding und verfracht es woanders hin. Und wie? Mit umstellen? Drüber, ja, umstellen. Dann kannst du es halt wegstellen. Aber, also, im Prinzip einfach den Stein lang ins... Warte, ich kann es dir markieren. Da, wo ich gemarkt habe. Ja, genau. Hast du Aufstieg? Aber den Stein entlang, aber du musst einmal aufpassen, da sind lauter Stechmücken. Da würde ich dir empfehlen, das kurz abzustellen und in kleinen Schritten irgendwie weiterzustellen, bevor du das ganz verlierst, weil dann steht es halt wieder hier. Kenn ich gar nicht, ey. Keine Ahnung, wo das ist. Ja, wir können auch gleich zusammen gehen. Ich bin halt nur noch hier am Abreisen. Reißen. Ich glaube, weniger als 4 Kisten wären es nicht.
no women crying, but it's better than nothing. Der Hinweg ist leicht problematisch. Der Rückweg auch. Ja, das Zelt kannst du zum Beispiel ab. Brauchst du zum Beispiel nicht mehr. Das habe ich jetzt hier neu gebaut. Ich habe so gut wie alles schon abgebaut. Es sind nur noch Kisten hier. Weil, wie gesagt, man kann eigentlich alles zersäbeln. Man kriegt 1 zu 1 raus. Das ist eigentlich ganz nice. Rufst du die Truhen auch mit Inhalt, oder? Ja, genau, du nimmst sie auch mit Inhalt, das ist das Neueste. Okay. Da diese Kellerasse oder was das sein soll, ist krass. Ist wie ein Marienkäfer. Mhm. Nur so dreimal zu krass. Aber der ist auch harmlos. Also, das meine ich damit. Der will eigentlich nur kuscheln. Die Verbindung zum Haus verloren. Die sind beide geflogen und so. Ja, stabile Verbindung, was sind das schon? Fehler wurden begangen. Bei Respawn umgesetzt, bitte tu das nicht.
Hä? Das hat sich einfach, ist einfach das, alles Kuppel zerstört. Ein kleiner Mini-Kauwappen im See. Also nicht für uns Mini, sondern für die echte Welt. Das Internet ist für uns alle Neuland. Du kriegst einen auf die Fresse. Oh. Das Internet, ich las, keine Sorge. Aber ist Zufall, dass wir beide gleichzeitig rausfliegen und danach mein Internet komplett den Abgang macht? Fall, ich glaube nicht. Ja. Da ist wieder die Russen dran schuld. Ich war gerade nämlich dabei, einen lustigen Ort zu erkunden. Aber es wäre auf jeden Fall ganz cool, die Sachen möglichst schnell wieder aufzubauen, damit wir Essen und Trinken haben. Ja, finde ich auch. Wird die eine Truhe schon mal wieder gemoved? So, die Frage ist halt aber auch, was machen wir als nächstes? Wahrscheinlich erstmal um die Base kümmern. Also so generell. Nicht nur die wieder aufbauen, sondern die auf jeden Fall auch verbessern. Ich plane hier schon. Ja. Ich glaube, das musst du Tobi machen lassen, sonst ist der nicht zufrieden, alles gut. Weil du es nicht ästhetisch baust. Das habe ich in Forest auch nie gesagt, dass das blöd ist. Das wird schon ästhetisch, keine Sorge. Ja. Und da ist auch die Frage, ob wir mit Foundations arbeiten, ne? Und mit, haben wir die überhaupt schon frei? Ich denke schon, oder?
Ja, genau. Boden nicht dasselbe? Mit Lehmfundament, nicht wirklich. Also was, also Boden ist eher so zwischenbodenmäßig. Ja. Wenn so Fundament sieht halt nochmal was schicker aus. Beziehungsweise sieht es einfach abwechslungsreicher aus, wenn das Erdgeschoss halt aus Lehm ist und die oberen dann halt erst aus Böden. Das ist mega uneben, das so wie es aussieht, dieses Lehmbodenfundament. Ja, aber das macht es auch wild. Ich meine, es ist ja erstmal nur der Boden, auf dem wir walken. Und halt da, wo wir halt vielleicht ein paar Maschinen stellen, aber die sind auf jeden Fall auch gerade ausgerichtet. Das sieht nur uneben aus. Ich glaube, das ist eine rein ästhetische Sache. Aber Geschmackssache, wie ihr wollt, mir ist das egal. Ja, ein bisschen Abwechslung. Ich wollte es nur anmerken, dass es das auch gibt, auf jeden Fall. Dann mache ich den Eingangsbereich mit Lehmboden und dann geht es so in verschiedene Richtungen. Passt doch. Lehm kann man nämlich auch sehr convenient in seinem Inventar tragen und so. Kann man ganz gut abbauen. Ah ja, wir werden halt noch tausende von diesen Unkrautstängeln brauchen. Das wäre ganz cool, wenn wir auch diese Wasserfänge und so langsam wieder mal bauen. Ja, das Material dafür ist in den Kisten. Solange du dich in Reichweite der Kisten befindest, kannst du ja aus den Kisten rausbauen. Einfach nur placen und dann bauen. Umstellen kann man es ja immer noch. This heat is unbearable. Au. Bin ich in Reichweite, Tobi? Ja, ich komm. Bin gerade im Menü. Ich schlafe nur so halb mit. I was sure that was the end. Ich glaube, sie kann schon vergessen. Und was boxt ihr euch denn? Mit der komischen Feuerlarve da. Ja, ja, die sind halt noch ein bisschen strong, aber ja, wenn wir jetzt nächste. Also, wenn wir Tier 2 sind, sollten die eigentlich machbar sein. Das Problem der Sache ist, dass wir hier das Wasser kriegen müssen, weil ich vielleicht verdurste und das Tier dazwischen ist. Könnt ihr auch runter zum See laufen. Denkst du, dass das Ding sich verbuddeln kann? Ah, das hat mich eh gesehen. Thanks for saving me. Ist halt wie die ganz normalen anderen Larven unten auch, nur halt mit mehr Damage und mehr HP. So, was ist das denn? Ach, kommt doch hier hoch, by the way, Love. Echt? Ja. Deine Base ist nicht ganz so für so ein Safe. Müssen wir an der Stelle auf. Ich darf die halt nicht anlocken. Müssen wir an der Stelle auch Wände bauen. Sagst du so einfach. Ja, also entweder kann man die dann halt abschirmen oder, Ich kann es schon spawn campen hier. Weil eigentlich haben wir auch gar keinen Grund, da runter zu gehen, wo die sind bisher.
Doch, was hast du? Hunger. Ja, du kannst auch zurück zum See gehen. Weil das ist ja eher unser Spielbereich bisher. Ja, aber das weiß ich ja vorher nicht, dass das Gebiet dann gefährlicher ist als sonst. Ich war hier noch nie. Achso, ich kann nicht bauen, während das Scheißvieh in der Nähe ist. Come on, Max. We need you. Fortnite ginge das jetzt auch. Ja, stimmt. Alter, es kann auch hüpfen und so. Also ich habe da gewohnt, ich hatte nie Probleme mit diesen Viechern, weil ich die einfach in Ruhe gelassen habe. Die haben sie auch nicht angegriffen. Sonst haben sie auch angegriffen. Und das Schild hat es zerstört. Dann. I need some assistance. Sehr schön. Texting. I was sure that was the end. Ich war gerade dabei, was er Ding aufzustellen. Ne? Das Cover war hochgejietet. Trinke ich halt The Water. Kingdom's battering ram. Das hast du jetzt noch eine Truhe dabei, oder? Ich habe alles drei dabei, aber es steht im Moment bei den Stechmücken und mein Schild ist auch gleich kaputt. Ach, das ist quasi... Okay, du hast die Taktik gemacht. Ich finde mir einen Rüsselkäfer. Ich finde auch keinen Rüsselkäfer, gerade bei Nacht. Scheiße. Egal. Komm mal. Kannte übersehen. Gut, Leute, das war wieder eine Länge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Thank you.